Aber jetzt drücken wir, wollen wir jetzt nochmal Destiny Bond oder Deathlink? Ich glaube... Ich glaube... Oh, das ist schwierig. Wir gehen jetzt bei Destiny Bond, komm. Ja, komm. Mann! Trassler! Yo, 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 servus! Mein Name ist Electric Knight. Ich darf euch willkommen heißen zu einem weiteren Pokémon Showdown Live. Mit mir dabei die TWA CBB Blaster Representers. Applausi für Flash Players und Tarek. Hi. Hallo. Ich wollte zuerst sagen. Ich war aber Erster. Hallo. Genauso wie ich im CWP vor dir war, bin ich auch jetzt vor dir dran. Ganz einfach. Deswegen, ist auch schlecht. Deswegen spielen wir jetzt mit Lauris Team, weil er Erster wurde. Okay, Lauris war ja auch vor uns dran. Das ist ja alles gerecht. Ja. Auf jeden Fall, wir spielen heute mit den Teams der beiden. Und wer möchte anfangen? Soll ich es auslosen? Ich. Tarek darf anfangen. Okay. Ja. Dann. Obwohl, nee, das Beste kommt zum Schluss, also fängt Fabi an. Nee, das funktioniert nicht. Ich bin ja Dritter geworden, also fängst du an. Schönheit vor Alter. Oh, okay, den nehme ich an. Let's go. Du kannst einfach einen Kampf suchen mit deinem Team. Ja, genau. Ja, mach ich. Oh, der hat einfach ein Yu-Yu-Team gefühlt. Mit Dragonite. Der Hardcoder hat uns doch. Wenn er Swift Swim hat, aber wieso sollte man in einem Nicht-Ring-Team Swift Swim spielen? Nein, er hat Kabutops noch. Weil er Gauran und Glurak spielt und Gen 1 mit Skorgro spielt. Kabutops. Gen 1 mit Skorgro. Ich glaube, das ist ein Weak Armor Set. Also Weak Armor und keine Ahnung. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich würde sagen, Merkur ist der beste Lead, den man machen kann. Also Merkur ist immer der beste Lead, den man machen kann. Okay. Der hat halt außer seinem Gliscor nix. Und dann muss ich jetzt eben kalken. Coco. Merkur. Schon gedrückt? Ja. Ja, wir senden Coco als erstes raus. Warum braucht der 100 Jahre? HP Ice killt gar nicht, killt nicht, auf jeden Fall. Und das Gliscor. Ja. Gliscor ist ziemlich bulky. Ja, aber bei den Typen würde ich mir jetzt nicht so viel auf Standard-Sets machen. Alter, wieso macht er nichts? Boah, ist ja spannend, ey. Ja, was ein lizenzes Match. So muss es doch anfangen. Ja, in der Zeit, ich habe ja für so einen Moment gesucht, da kann ich ja mal so Flashies TVA Represent einblenden und zwar genau jetzt. Flash spielt gegen Suishomaru. Ja, so sah es gerade aus. Überraschung. Fatih Marti, hoffentlich richtig ausgesprochen. Ich denke. Ja, alles gut. Alles gut. Wir kriegen Bestätigung, sehr schön. Ja. Okay, mein Stift ist bereit, die Spieler sehen auch bereit aus. Volle Konzentration hier. Haben wir sie schon auf der Bühne einmal gesehen? Ich glaube nicht, ne? Ich jedenfalls noch nicht. Das heißt, wir sehen zwei komplett frische neue Gesichter mit frischen neuen Teams. Mal gucken. Sie müssen sich ja gut behauptet haben. Insofern, oh, was passiert da? Zwar gespiegelt, aber okay. AWT? Ich dachte, das wäre was für uns. Das sind so irgendwelche Angaben, die wir jetzt So, willkommen zurück. Okay. Ja, mein, So, Chansey. Wir können einfach hinhören. Ja, Chansey wird jetzt die Rocks legen. Das können wir eigentlich nutzen, um vielleicht... Ist das ein Setup bei irgendwo? Ja, in Lando. Ja, wir haben Drive und mit Steve. Ja, Lando ist, glaube ich, gut, ne? U-Turn und Lando. Ja, U-Turn und Gewinn. Ja, U-Turn und Gewinn. Ja. Steve, let's go. Ja. Hat er irgendwas, was schneller ist und uns killt? Ach. Nicht wirklich. Ein Gengar. Ach. Ja, der geht in Dragonite, das ist nicht geil. Ach. Was machen wir? Z-Fly killt nicht, glaube ich, oder? Lass es uns herausfinden. Ja, lass es uns herausfinden. Ja, ist so Kerngedanke rein. Bam, oh, das ist geil. Da hatte ich keine Multischuppe. Der hatte keine Multischuppe, ich wette, der hatte keine Multischuppe. Ich glaube, der hatte auch keine Multischuppe. Warte mal, jetzt will ich jetzt kalken. Warte mal. Lando. Der stirbt doch auch, oder? Ja. Tschüss. Nice.
Dragonite. So. Ich sag, wir gehen jetzt für Gravity, weil er Protect drückt oder. Ey, Z-Fly reicht sogar plus 2, ist eine Roll, aber ist sehr in unserem Favor, 93%. Geht dir Gravity? Nice. Okay, jetzt können wir aber durch EQ, ne? Ja. Ja, ist so. Also. Ja, Discord ist RIP, glaube ich. Na, würde das Tank, glaube ich, in EQ. Ich glaube auch, aber. Egal. Heroes, what? Achso, Ariel. Oh, der gute Crit. Ja, Mann. Weil ist im Gravity-Feld EQ nicht boosted oder so? Ne, die Accuracy ist geboostet, glaube ich. Nur die Accuracy. Für EQ. Gute Accuracy. Ja, geht auf 167% hoch. Weiß ich natürlich aus dem Kopf, safe. Ja, wir outspeeden doch das Ding. Ja, wir outspeeden das Ding. Ja, tschüss. Ja, warum hat es sich angehört? Hä? Wieso geht der nicht einfach in Gänger? Sag ich ja. Der hatte kein Multiskill. Komm, den müssen wir aber 6-0 jetzt. Lass ihn Magier nach gehen. So, let's go. Ah, wer bleibt denn drin, Mann? Hä, wozu 6-0, Mann? Ja, einfach so als hier. Hätte sein können, dass er nicht mal EV-Splitz hat. Das wäre doch voll lustig gewesen. Statussymbole, Magnum-Pistolen. Wisst ihr Bescheid? Ja, Mann. Wannity, weil es einfach gewinnt. Und dem ist einfach nur... Ach, okay, ja, und jetzt gewinnt fucking... Ja, okay. Mega und Waterfall. Ja, was soll reinkommen? Ja, Glurak. Der hat doch nichts mehr. Ich habe letztens gegen Kreischboy physisch-defensives Glurak gespielt. Boah, Mann. Oh, das habe ich nicht gedacht. Wir hätten doch... Egal, nee, das passt schon. Nee, das kann uns jetzt aber kosten. Wir haben Rocktomb. Ah, du hast Rocktomb, wer dann? Nee, wir drücken jetzt EQ, weil er nix ist. Ich habe Rocktomb gedrückt. Ja. Ich hab EQ. Oh, lol, ist er retarded. Wow, Alter. Nee. Ja. Nice. Ich habe ihn natürlich nicht gerade beleidigt. Nein, das war aus Versehen schon beleidigt. Er ist nicht retarded, er ist ein Ja, er meinte, dass ich retarded bin. Er will nochmal kämpfen. Echt jetzt? Wollen wir mit dem Trassler-Team ja, gegen Mann, ihn? Ja, okay. Lass ihn mal rein. So. Was war sein Lied davor? Chancy, ne? Ich würde sagen Artus. Und let's go, U-Turn. Oder einfach Hendrik und rein. Hendrik? Wieso Hendrik? Warum nicht? Weil der Typ wahrscheinlich nicht mehr nochmal Chancy leadet, oder? Siehst du? Ja, guck mal. Guck dir das an. Ja, weil ZX. Mal. Ja, es ist halt ZX, deswegen... Können wir mal kurz darüber reden, dass ZX uns irgendwie in alle Löcher bumst? Nicht wirklich, wir müssen einfach nur... Tibolt macht doch trotzdem 10 Milliarden, oder? Ja, es ist halt resisted. Ja, okay, wir bleiben einfach mal drin. Okay. Neul ist ja ein guter Spieler. Der ist ja ein richtig guter Spieler, tut mir leid. Der Film wir können taunten, oder? Nee, der wird auf EQ gehen. Ja, U-Turn ist am besten. Ja, dann das ist ein Hendrik, weil Hendrik... Eisplatsch hat und einfach alles macht. Nice. Klar, easy. Aber, hey, der hat Aeroas, pass auf. Stimmt, ja. Der hat Aeroas. Ja, aber das reicht nicht. Ich glaube auch nicht. Weil es Kong ist. Also ja, Eisplatsch und... Warte mal, nee, er wechselt jetzt raus, wir gehen jetzt Drain Punch, weil er hat Ice Heap gesehen. Der geht auf Aeroas. In was soll der großartig gehen? Wieso sollte er nicht auf Aeroas gehen? Warum geht er denn nicht auf Aeroas? Das ist so ein guter Spieler, also wirklich. Tarek, bist du auf diesem Planeten? Ist der noch übel gut. Das ist der, glaube ich, Lowladder Guys. Einfach gefickt. Ich mach mal das Timer an. Is this guy even human? Ah, jetzt geht er in Gliscor, weil er protecten will. Okay. Ja, jetzt geht er. Ah, hat die Ice Punch gedrückt? Ja, hat Ice Punch gedrückt. Holy shit, hat der Aero viel gemacht. Der hätte ja nicht mal gekillt. Also davor hätte er nicht mal gekillt, wir waren ja auf 60%. Geh einfach mal bitte Chancy. Komm, der geht jetzt auf Gengar. So doof ist er nicht. Entweder Gengar oder Dragonite. Wobei, nee, er wird Gengar gehen. Oder, nee, Saat könnte auch gehen. Aber der geht nicht auf Chancy. So doof ist er auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er jetzt in Chancy geht. Ah, fast. Ja, sag ich ja, Gengar. Ja, wir haben Switch in Form von Magierna. Ja, Mann. Ja. Das macht aber trotzdem diese... Z-Move. Achso, nee, das ist... Nee, Trick Room, ja, Mann. Was macht eigentlich Z-Trick Room? Init Boost? Ja, ist Chancy nicht schneller im Trick Room? Ja, ist es. Im Leben. Also, wenn es... Es ist nicht Min Speed, okay.
ist der Gating Gengar? Ice Punch. Ich glaube Gating Gengar. Boah! Ice bleibt da drin. Ne, jetzt gebe Drain Punch, weil ja, ich tanke Drain Punch. Ich habe Ice Punch gedrückt. Ah, du hast keine Hesse-Removal, ne? Jetzt ist Trassler im Arsch. Man. Nee, wir müssen nur einen T-Room rausbekommen. Oh, oder weißt du was? Ich stimme auch wieder. Nee, weißt du was? Ich habe eine Idee. Vertrag bei einfach. Nein, Trassler ist... Nee, wir wechseln jetzt Trassler rein. Weil er rauswechselt. Ja, und jetzt Setup. Der Setup nicht. Komm. Töten. Fuck. Ja, er kann trotzdem nicht angreifen. Du kannst einfach Trick Room drücken. Jupp. Stimmt, jetzt sind wir schneller, ne? Hammer, jetzt drücken wir. Wollen wir jetzt nochmal Destiny Bond oder Dazzling? Ich glaube... Ich glaube... Oh, das ist schwierig. Wir gehen jetzt bei Destiny Bond. Komm, go. Ja, Mann! Trassler! Hättest du das einblenden sollen, von wegen Tarek und Trassler. Wie es Mace gekillt hat, na egal. Ich habe alle Aufnahmen hier. Jetzt die große Frage. Kommt... Ich hätte Heilopfer gesagt, aber Heilopfer bringt jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel, weil alles andere fit ist. Ja. Ich bin gespannt, also ich kann nichts predicten. Überrasch uns. Ja. Bitte sag uns was total Tolles, was nur ein Trassler kann. Man muss aber trotzdem aufpassen, Magian ist momentan auf plus 1, wird wahrscheinlich gleich... Oh! Der Abkacksbund! Ja! Ich wusste es nicht. Kann man machen. Erinnerst du dich, am frühen Abend haben wir noch über Drift Zeppeli gesprochen, dass es eine gewisse Nische hat mit Abgangsbund, womit niemand rechnet. Perfekt. Das klappt einfach noch jetzt mal. Wir haben den Trickroom noch draußen. Ja, Knogger. Ja, ich fahr jetzt Marrow. Ich hätte einfach nur Shadow-Dingens. Shadow Ball natürlich. Na, stimmt, da ist das ja Shadow Ball, ne? Ja, weil Felix einen Fehler beim Gen gemacht hat. Ja, hat's mittlerweile geändert jetzt? Ja, jetzt hat's Shadow Ball, aber ich hätte gerne Shadow Ball gespielt, einfach weil Meme. Für die Memes. Wer meme denn hier? Das ist ein seriöser Channel. Ein seriöser Channel mit einem Reds. Family-friendly Content. Bitte alle... Wir haben meinen Kinder in unseren Videos. Ja, Lu Akbar. Wie willst du mit dir sein? Ach stimmt, das wollte ich eigentlich... Oh, bevor das Video beginnt, wollte ich eigentlich extra so ein Eselgeschrei raussuchen und extra am Anfang so abspielen. Verdammt! Nee, ich kann das gar nicht. Ich weiß nicht, was da gerade gestorben ist, aber Eden wird da nicht glücklich sein. Moment. Ja, die Hoffnung ist gestorben. Nein, das war nicht gut. Ja, weißt du was, wir geben Boomerang, weil er wieder mega. Tschüss. Shadowbone nicht so, nee, Shadowbone hätte nicht gekillt. Nein, deswegen sind wir ja gut. Place. Den Typen muss mal wirklich einer erklären, wie Pokémon komplett funktioniert. Just in case, come on. Knockoff ist gut. Jetzt ist er einfach set. Weil Knockoff killt und... Nee, der hat jetzt einfach Iron Ball und outspeedet. Ja, genau, dann... Aber, wer kann von euch Spanisch? Einfach, Moment, ich kann Spanisch. Das hat eine Toxic Day. Ich kann Spanisch. Hijo de puta. Was hat er gesagt? Fala bra caralo. Das klingt ja auch nicht so nett. Schon C, oder ich mach mal Google-Übersetzer. Ja, Google-Übersetzer, der kann Spanisch, ja. Flashy 2017, ich kann Spanisch. Moment, Google-Übersetzer.
Ich kann kein Spanisch, ich weiß nur, was Hijo de Puta heißt. Ich glaube, ich kenne nur auf Italienisch das, wie war das? Figlio de Puttana. Oh, ich habe gerade ein Video auf YouTube gefunden. Das ist nicht Spanisch, das ist Portugiesisch. Ach, Kacke. Puta, er hat irgendwas. Bebuzuku. Ich habe es. Also, ich weiß, das ist nicht family friendly, was er geschrieben hat. Ah, soll ich es trotzdem sagen? Ja, klar, sprich aus. Oh, jetzt hat er geschrieben. Sprich aus, was hier auf das hier. Und du ersetzt das für den Typen. Okay, das erste, was du geschrieben hast, ficken, reden, ein Spiel spielen. Also wahrscheinlich wollte er sagen, wir sollen aufhören zu reden und einfach das verfickte Spiel spielen. Er braucht immer 100 Jahre für sein Turn. Was ist los mit dem? Außerdem kann man den Gegner muten. Okay, und das zweite? Ijo de puta, irgendwas, du Schweinearsch. Ijo de puta ist Spanisch für das Denken, das etwa in der Welt wegen eines kleinen Spiels seiner Boyola ist. Was? Warte mal. Gut für mich. Um die Stimmung etwas aufzulockern, ich habe gerade auf YouTube ein Video gefunden, Araber macht Eselgeräusch. Hey, aber Falla Bra Carollo Yoga Quirto, das können wir ja als Videotitel nehmen, oder was? War da Ficken auch dabei? Nee. Araber macht Eselgeräusch. Ach nee, das ist Falla Bra Carollo Yoga Quirto. Ach Gott, ey. Wie ist das dazu? Die Isla de la Muerta. Ich hab mir gerade das Video angesehen, was Tarek meinte. Ist es gut? Ja, das ist voll gut. Dele, das musst du verlinken. In der Videobeschreibung das Video, das Tarek meinte. Das ist ein Araber, der so ein Eselgeräusch macht. Aber ich mach's mal vom Handy an, damit alle. Nein, das ist unprofessionell. Stimmt, wir müssen professionell sein. Auf jeden Fall, der Gegner hat sehr gut gespielt. Wir fragen uns, was der nächste Spielzug dieses erfahrenen Spielers sein wird. Aber wir rechnen ja alle damit, dass er eine verfickte Dreckspussy ist und sich verpisst hat, weil er ein Arschloch ist. Starten wir aber das nächste Spiel, kann weil der Gegner noch anschließen, das Verhalten des gegnerischen Spielers ist in keiner Weise als sportlich zu betiteln, da er doch sich ziemlich viel Zeit lässt, obwohl er eigentlich nur noch eine Option hat und die ist, in sein Chansey zu gehen, aber er überlegt. Wollen wir das nächste schon mal starten? Ich bin ja wieder dran. Kannst du machen. Sofort. Let's go. Ja, aber Trassler funktioniert halt auch instant. So, Trassler kommt ins Intro. Ja, das sowieso. Das Problem ist mit eben noch die letzten Sekunden ist ja mit Flashies, die müssen wir eigentlich in der Highlighter spielen. Mit Rassler müssen wir eigentlich nur so einen komischen. Ja, wir haben halt nichts Highlighter mäßiges. Spanisch, Portugiesisch, halt Pferd immer. Das ist halt Regenteam more like bad. More like bad. Hat er auch nur für den dritten Platz gereicht. Oh. nicht mal für die Halle. Ja, nicht mal für den ersten. Wir können Hydron oder Hurricane. Ja, wegen Toxic Croak. Ja. Ja. Und den wechselt er jetzt auch, glaube ich. Der Play ist Pharaoh. Ja. Ja, egal. Warst du nicht Specs Pilipper? Wir haben gegen Pharaoh entweder ein... Nee, ich hatte gerade Specs Pilipper in meinem Team, was ich gerade gemacht habe. Demprog Pilipper. Aber das passt, weil jetzt wird er Rocks legen und wir gehen einfach in Greif und Estin. Okay. Ja, finde ich gut. Wenn er Leech seedet, dann rücken wir Estin. Ja, okay, dann geht er jetzt für Protect. Egal, er kann jetzt nichts machen. Ja, dann gehen wir Estin und dann drücken wir einfach Z-Fly. Ne, wir gehen jetzt nochmal Estin, weil er jetzt Protect. Hat er überhaupt Protect, wenn er Leech seedet Rocks Prot spielt? Hat er noch Kyropal? Könnte er haben, Kyropal ja. Und Power. Ja, dann. Aber hat er nicht. Ja, okay, ja, dann nuken wir den aber jetzt. Wir nuken den jetzt. Na, dann, wozu gehen wir denn auf Z-Fly? Wir können auch normal fly. Ah, nee, kriegen wir dann noch Damage? Ja, eben. EQ kriegt EQ nicht? Keine Ahnung. Plus 3 EQ. Ich glaube schon, dass es gereicht hätte. Aber gut. Ich war es ja plus 4. Guck mal, er denkt jetzt, wir wechseln raus. Ja, sag ich. Ja, raus. Plus 4. Mal 3 meine ich. Was sollte er machen, außer nicht anzugreifen? Rocks liegen? Ja, wir gehen einfach Pharaoh, weil Pharaoh ist gut. So. Kriegen wir das eigene Ahnung, oder?
So, nicht mal. Na, jetzt besamen wir halt. Ja, na wohl, wenn Pixie reinkommt, wäre halt kacke. Warum sollte man Pixie eine Steel Tap reinholen? Ja, einfach besamen. Oh, das ist natürlich ein super Crit. Jetzt ficken wir in die nächste Dimension. Gyro-Ball. Wer holt den Pixie? Boah, was für Leute, Alter. Ja, das sind mal Low-Ladder. Ich wollte gerade sagen, lass den Pelipper gehen, falls er Random Frame Throw hat, aber... Ich hab nichts gedrückt. Tarek. Ja, lass Pelipper reingehen und defoggen. Der wird jetzt wahrscheinlich hochheilen, aber das ist nicht schlimm. Ich würde einfach Hydro Pump drücken und den töten, to be honest. Defoggen. Das geht nicht. Boah, Alter, wer rückt denn immer? Aber in dem... Na guck mal, aber jetzt muss er raus. Guck mal, jetzt ist er in Zugzwang, jetzt können wir Hurricane drücken und irgendwas. Okay. War schon gut. Scheiß auf die Rocks. Nee. Ja, die Rocks nerven halt trotzdem für Pelipper. Scheiß auf Pelipper. Nichts. Ist immer so... Nichts so gegen Pelipper LP. Ja, T-Volt. Safe. Ja, safe. Ja, dann gehen wir jetzt in... Swampert? Wollen wir einen Greif einfach... Greif oder Swampert? Ja, einfach... Ja, wir gehen einfach mal Greif und ja, wir können auch Swampert... Mit Greif können wir halt nochmal einmal Intimidate rausholen. Ja. Und das macht ihn eigentlich ganz gut. Und Swampert kann er nichts wirklich tun. Außer er Triplette. Toxic, what? Toxic, oh. Ja, aber Waterfall ist ja trotzdem... Ja, das ist Waterfall. Ja. Ja. Jetzt. Ja, vor allem wir spielen auch Adamant, ne? Easy. Frage ist jetzt, okay, das war's. Warte mal. EQ? Ja, nee, lass trotzdem Waterfall drücken, weil wenn er in Krogonk geht, dann können wir einfach EQ drücken. Ja, okay. Bevor er hier sein dummes Beuger nochmal hochhält, ja. Perfekt. Warte, gewinnen wir das jetzt nicht actually? Ja. Ja, sollte. Außer EQ, tschüss. Nee, wieso? Na, jetzt können wir Flame Buddy halt dadurch bekommen, das wollte ich nicht. Ah, stimmt. Ups. Ich bin ein guter Spieler. Oh, davor. Wieso ist er die ganze Zeit, geht er die ganze Zeit nicht auf sein Ding da? Weil er bad ist. Er ist, zackert er einfach, ne? Das soll er halt machen. Danach geht. Lol. Sorry, du Was machen wir jetzt? Ist die. Wir gehen jetzt... Viertelt. Ja, genau. Nochmal. Und jetzt gehen wir EQ. Nochmal ist die. Boah, schwere. Okay. Ah. Jetzt gehen wir. Er wird okay. Halt nochmal Sucker drücken, aber... Fly. Aber Dings gewinnt halt. Hier. Der hier. Der Junge. Der Junge ist safe. Flöcke. Weil wir da Drain Punch haben. Ja, das, okay, das macht literally nothing. Crit hat bestimmt gemeldet. Meta-Crit, ja. So, okay, dann machen noch einmal Trassler. Würde ich sagen. Ja, dann gucken wir mal, wie lange wir schon spielen, ne? Okay, der... Coco? Nicht Coco, glaube ich. Ja gut, Scarf Blaze verloren könnte sein, ne? Aber... Welches Coco trotzdem immer noch der Player? Na, weiß nicht, wenn Tita... Ich weiß nicht, ich würde... Ich bin sogar fast... Ich würde eigentlich mit Konk leaden. Konk wäre eine Möglichkeit. Ja, Konk ist... Hast du auch eine Möglichkeit, to be honest. Nee, wir machen Konk erstmal. Warte, aber wenn du Konk leadest, dann leadest du ja wahrscheinlich Vino. Ich glaube, der leadet Vino tatsächlich. Vino ist für ihn, glaube ich... Ja, egal, passt schon. Passt schon, wir können... Mit Konk leaden und schon mal Flame Mob triggern dann wenigstens. Ja, okay. Dann leaden wir Konk. Das ist natürlich ein Wahnsinn. So. Mach Punch oder Drain? Weil der hat... Der geht in Blaze verloren. Den können wir ja, deswegen würde ich jetzt direkt auf Mimikyu double. Ice Punch gehen. Oh, ich... Wieso Ice Punch? Für Vino? Ja. Ach so, für Flame Mob, ja. Das Ice Punch. Okay, perfekt. Nice. Gut, dass wir nicht auf Mimikyu gegangen sind. So, aber jetzt wechselt der Blaze verloren rein, weil er Ice Punch gesehen hat. Ja, wir können auch immer noch Fassade. Killt doch. Nee, Fassade ist macht ja auch keinen Damage auf. Er ist so ein Ghost-Type, deshalb. Ja, okay. Dann das auf. Ja, wir können auch Childevoir rausholen. Also Rares. Wobei, ja, jetzt haben wir jetzt Sandstorm. Ach, Mist. Ja, okay, das Ice Punch. Ohohoho. Ja, okay, tschüss. Nice.
Das kannst du, glaube ich, auch Drain Punch drücken, ne? Repfino. Ja, nee, Mag Punch, weil er könnte ja Synthesen. Ja, aber Sandsturm. Ja, trotzdem könnte er Ice Punch einfach, weil ja. Ihr könnt doch mal auf Blast verloren raus. Ja, ja, mach Mag Punch, oder? Ah, oh, nee, Ice Punch, ja, aber ist halt schneller. Nee, 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 Ice Punch. Ist schneller, Ice Punch passt schon, Ice Punch killt, ja. Ja, okay. So, nevermind. Klar, wenn es davor 87 gemacht hat, Fickfett macht ja nicht, keine Ahnung, minus 50 oder nur Hälfte. Ja, aber die Def-Werte machen das. Okay, jetzt, ja, so, Falun. So, was sacken wir? Also auf jeden Fall nicht Hendrik. Hendrik brauchen wir doch. Gut, ja. Scheiß drauf, wir lassen die Soße jetzt klopfen. Was ist mit Papyrus? Er wird wahrscheinlich auf Mindblown oder so gehen. Beziehungsweise nicht Mindblown, dann irgendeine Feuerattacke. Pyrus ist kein Switch-In. Pyrus stirbt einfach. Ja, aber alles andere stirbt auch. Nee. Doch. Deswegen würde ich ja die Soße köpfen lassen. Nee, ich würde aber Knogger wegschmeißen, das ist am wenigsten brauchbar, tatsächlich. Eben. Knogger macht halt außer gegen sein Extra Drill nix. Ja. Jetzt können wir mit Mimikyu setupen. Das okay. Oder mit Drassler, hätten die Drassler die Chance ergreifen sollen. Egal. Ja, das ist immer noch Sandstorm. Nee, hätten wir nicht, weil Sandstorm. Okay. Wir können einfach Shadow Cloud drücken. Nee, Trick Room zuerst. Ja, T-Room, dafür ist das Team ja da. Das Team besteht ja aus Trick Room. Die Tita, dann würde ich sogar ja, gehen, lass nochmal in Dings gehen, in Hendrik. Können Play Rough drücken, nee, oder lass nicht? Dings aufsparen. Ja, wir können den Burn. Ich würde aber eher Disguise aufsparen, to be honest. Ja, okay. Was ja, macht Sinn. Hendrik regelt das hier. Toxic Low. Er wird jetzt, links drücken, das Drain Punch drücken auf sein Protect und dann Ice Punch auf sein Switch oder so. Oder doublen, mal gucken. Nee, wir drücken mal Drain Punch. Ja, Drain Punch und wenn er Protect drückt, dann könnten wir doublen, tatsächlich. Auf was doublen wir dann? Am besten auf Mimikyu. Und dann drücken. Wir können aber auch diesmal Rares raus, bei Rares brauchen wir ja gerade nicht mit Shrink Room, ne? Und außerdem ist das Sand weg, wir könnten halt actually wirklich in Rails. Nee, können wir nicht, weil mit Rails müssen wir ja Trick Room erst aufsetzen, damit das klappt. Jetzt suchen wir Play Rough. Wegen Gita. Watch Display. Okay. Er bleibt natürlich nicht drin, ne? Ah, ich bin ein Gott, ein Gott. Elend, no choke, nein. Ist der Bulky, oh, Alter. Der ist nicht Bulky, wir sind einfach nur... Ja, dann einfach wieder Hendrik. Wir wissen, wie es läuft. Ja, Mag Punch. Ja, nice. Okay, cool, tschüss. einfach Mag Punch und bis dann. Wir sehen uns. Der wird jetzt aber wahrscheinlich... Nein, er geht nicht raus. Ballon ist weg, EQ killed. Er ist im Sand, heißt er outspeedet alles. Ist das der Moment, wo wir in Beatrix gehen? Wir hatten einen Moldbreaker im Moment. Nein, Sandstorm. Ja, wahrscheinlich. Ja, es killt, aber wir kriegen dann den hier Trick Room raus und können damit mit Gera Druck machen. Generell, das Game ist... Ja, glaub, aber ich will ja mit Shadow was töten. Ja, du kannst auch einfach instant Trick Room gehen. Weil der Sand ja killt, nachdem er einmal attackt hat. Ja, deswegen will ich ja das Reds noch ein bisschen behalten. Ich will ja damit noch was töten irgendwann. Ja, kannst du ja. Dann lass Mimikyu gehen. Ja, dann haben wir auch nichts mehr gegen Blaze verloren. Guck mal, wir könnten jetzt... ist es halt komplett... Wartet mal. Trick Room ist der Play. Yep. Ja, wartet mal, aber ich will kurz was gucken. Jetzt ist Willow der Play. Ja. Das ist Moxie, das Ding, ne? Just saying. Ah, okay. Ja, ist Moxie, okay. Aber ist nicht mega. Doch, er wird wahrscheinlich nur nicht gemegert haben. Nein, es ist nicht mega. Der ist mega Venusaur. Ah, true. Okay, da. Ja. Das ist halt nicht mega. Flirken? Nee, wir gehen einfach. Volt Switch vielleicht. Ja. Volt Switch. Wieso nicht? Volt Switch passt dann.
Ja, stimmt, Volt switchen. Dann kann er halt ein extra gehen. Oh lol, geht nix, okay. Ich wäre an seiner Stelle in extra gegangen, weil man... Ja, wir haben ja schon herausgefunden, dass er bad ist, also... Ja, okay. Touché. Der kann jetzt einfach in... Was eigentlich? Tita. Ja. Beispiel. Und Tita würde ich einfach Willow und dann in Magiena gehen, wahrscheinlich. Ja. Trickroom Setup. Ja, nice. Ja, wollen wir es jetzt burnen? Ja, einfach, ja, weil dann macht es einfach, halt einfach, ja. Einfach Willow und... Dann gehen wir in Magiena und Setup mit Trickroom nochmal. Mhm. Wäre nervig, wenn er jetzt wieder für Prot geht, egal, passt. Wollen wir jetzt wieder für T-Room oder erstmal Willow? Das ist die Frage, ja. Ne, erstmal Willow, passt schon. Obwohl, andererseits hat er jetzt so Willow gesehen und könnte jetzt den Blade verloren. Ich gehe jetzt für Trick Room, easy. Good job. Heat. Okay, jetzt müssen wir aber safe Shadow Claw drücken, glaube ich. Er hat sie auch noch nicht gesehen, deswegen... Vielleicht denkt er ja, wir haben sie nicht. Naja, haben nur Shadow Sneak oder so. Aber so oder so, ich glaube, der geht raus. Ja, und das Beatrix komplett. Wir zumindest Chip Damage auf Tita. Ja. Oder wir gehen doch auf Willow. Nee, ich will lieber auf Shadow Claw drücken. Einfach Shadow Claw. Ja, Shadow Claw. Können wir halt mal safe sein. Wir haben jetzt eigentlich den letzten Turns nur Plays gemacht. Ich glaube irgendwann. Okay. Jetzt hätte wieder Protect drücken, jetzt ist die Chance in Magiena zu gehen, glaube ich. Ja, jetzt in Magiena und dann einfach Z-Move irgendwas töten. Das ist der Play. Exadrill stirbt jetzt von Z-Move, ne? Der hat ja... Ja, der hat nur noch 28% richtig. Oder so. Ja, der stirbt. Ist das letzte Battle dann oder machen wir noch ein... Wie ihr Bock habt. Dann ruhig noch eins dranhängen. Solange... Ich würde noch eins dranhängen, weil... Ja, ist easy. Was sagt ihr zu Muramura und Blacephalon? Blacephalon ist extrem stark, meiner Meinung nach. Das ist immer auch ein bisschen unterschätzt. Mit Mindblown hat es eine extrem coole Attacke, die mit der du meistens zwei Pokémon komplett wegnuken kannst. Ja, bin irgendwie ein bisschen anderer Meinung. Ich finde Blacephalon ist okay, aber es ist nicht gut. Es ist nicht gut, weil es Tita gibt. Es gibt Tita. Titas Existenz allein sorgt halt einfach dafür, dass Blacephalon scheiße ist. Und Muramura hingegen, also Stuckataka, ist... Ich finde, das ist... Ich finde es underrated. Ja, ich finde, das ist ein super gutes Mon. Ich finde also, es auch ziemlich nice inzwischen. Ja, also, ich meine, was möchte... Das wir behirnen können. Fuck. Egal. Ups. Egal, passt. Flöcken. Einfach flöcken. Ja, einfach flöcken. Wo war ich stehen geblieben? Ja, es bekommt den Trick Room immer raus, gefühlt. Weil es so gut wie alles tankt, selbst mit minus Death-Wesen und den herumgespielten DVs. Der Mimikyu wegschmeißen Ja, stimmt, wir können jetzt Child of War, ne? Place machen. Ja. Vielleicht misst er ja den Fireblast. Lass mal Trick Room rücken. Geht sogar raus. Was für ein Otto. Ja, dann T-Room nochmal. Ihr habt den gerade aufgesehen. Auf Willow. Wie wär's mit Willow? Auf Willow. Ja, Willow. Protected drücke ich Shadow Claw, glaube ich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Muramura hat den stärksten Gyro Ball im Spiel. Ey, was der ist das denn? What? Wieso wussten wir das nicht? Zur Hölle. Ich glaube, das wusste der selber nicht. Ja, Flurken. Aber der Flurken-Mist gerade eben war einfach nur unlucky.
Wieso verlieren wir gegen einen Protect Toxic Ice Beam Tita? Warum? Das macht keinen Sinn. Wieso habt ihr Voltage gedrückt? Einfach so. Crunch Ice Beam. Wieso verlieren wir gegen sowas? Das hat ja nicht mal Pursuit. Na, aber wir gewinnen 101 mit Tita dagegen. Ja, weil Roost. So, und jetzt taunten wir den, damit er uns nicht mehr auf den Piss geht hier mit Toxic. Ja, hier, fick dich. Auf den Scheiße. Okay, jetzt können wir actually auf Catwinde gehen. Oder wir drücken einfach T-Bolt, weil das auch einfach guten Damage macht. Ich glaub. Und er hat ja auch nicht mehr erhöhte Spezialdefensive. Ja, stimmt. Ja, T-Bolt ist okay. Ansonsten hat er auch keinen Sand, das heißt, Extra Will macht auch nicht viel. Ja, ist fein. Ja, nur U-Turn into Child of War vielleicht. Second. Wieso Second? Das kann locker noch ein Kill, Mann. Ja, aber was willst du in EQ reinwechseln? Ich glaube, wir müssen jetzt mal Gena wegschmeißen und dann mit Child of War versuchen. Okay. Oder er ist. Keine Ahnung. Ja, jetzt na, jetzt, ist nicht behindert. Jetzt wollen wir den Trick Room. Na guck mal, jetzt setzen wir den Trick Room ab, weil wir haben ja gesehen, Tita macht nichts gegen uns. Ne, also gar nichts. Ich kann uns nicht toxiken und Crunch macht nichts und... Na komm, wir setzen jetzt den T-Room auf und drücken einfach Ice Beam, bis irgendwas stirbt. Sein Play ist tatsächlich aber Ice Beam. Entweder in Extra Drill zu gehen. Nee, er hat kein Play. Nee, ist er nicht, weil... Er müsste in Blister Fallon gehen wahrscheinlich. Müsste ja, oder er müsste einfach auf Ice Beam Freeze hoffen, aber Crunch ist nicht kein Play. Ja, und jetzt, keine Ahnung, Ice Beam. So, ja, komm, Stall halt. Das sollte eh sein eigenes Hand jetzt... auch aus, von daher ist es egal. Ich wäre für Flurkennen. Nee, Ice Beam. Wieso Ice Beam? Weil Ice Beam... Na, weil ich weiß nicht, ob... Schiff wie Flurkennen? Kill Flurkennen? Nee. Auf was? Dieter? Nee. Wir müssen es sowieso anchippen. Ich glaube, Flurkennen... Ja, Flurkennen ist... Erst nach 2-3 Ice Beams würde ich Flurkennen drücken. Ja, ich auch. Also erstmal Ice Beam. Ja, weil es dann wenigstens Tita killt. Weil wir jetzt erstmal anschippen. Sonst haben wir minus 2 und Tita steht nicht mehr da. Der bleibt doch niemals stehen. Guck dir den Typ an. Der, okay, nevermind. Freeze. Komm, aber jetzt geht er Protect. Passt. Wir gehen nochmal Ice Beam. Und jetzt gehen wir Flurkennen. Wieso sollte man mit Tita seinen eigenen Sandstorm raus? Ja, jetzt gehen wir Flurkennen, jetzt killt das. Boop. Goodbye. Hat dich gemeldet. Jetzt hat er Sand auch nicht mehr. Trassler ja, aber... kann gewinnen. Trassler kann halt wirklich gewinnen. Also was ist Trassler? Trassler und Coco. Wobei, halt, aber wieso hat Coco keinen Dazzle? Das Ding ist, ich hab Dazzling Gleam extra auf... Ich hab extra Dazzling Gleam auf das Rels raufgepackt, für den Fall, dass wir gegen High Dragon spielen. Oh, Rels hat Dazzling Gleam, nice. Ich wollte doch Level 1 machen, ich Noob. Nein, ist gut gekommen. Yeah. Hi Drake, hä? Warte mal. Nochmal Flirk. Wir können Trick Room. Oder nochmal. Ja, Trick Room. Das reicht, what? Ja, Rels. Ja, egal, komm hier. Okay, jetzt, okay. Trick Room, Dazzling Gleam. Nee, Trick Room, Destiny Bond. Nee, Bond ist Destiny, nein, Destiny. Ja, genau. Okay, Dazzling Gleam, aber das reicht. Doch, ja! Nice. Ich wusste genau, was ich gemacht habe. Okay. Destiny Bond, let's go. Das Problem ist, dass wir gegen... Das ist der beste Moment in meinem Leben. Ja! Aber wir verlieren gegen Excadrill. Ja, ist egal. Wir haben mit Chasta gemacht. Ah. Wie schön. Best moment of my life. Das war auf jeden Fall lustig. Schaffen wir noch eins oder eher nicht? Doch. Ich bin eigentlich. Ja. Welchem Team? Ich bin ein freier Sender. Nochmal mit einem Trassler-Team. Ja, okay, komm. Weil es so schön war. Ja. Ich liebe Trassler. Nimmt jetzt einfach zwei Pokémon. Ja, nichts, was schneller ist als Coco, außer Scarf. Scarf alles. Darmanitan.
Ja, aber Scarf alles wird er nicht spielen, wird Scarf da Manitin spielen mit U-Turn. Weißt du was? Wir machen einfach hier, genau. Trick Room Destiny Bond. Trick Room Destiny Bond jetzt. Ja, sein Team ist so scheiße offensiv. Bringt denn U-Turn uns auf 1 KP? Ja, natürlich, uns bringt alles auf 1 KP. Guck dir mal, das Ding ist ein Trassler. Ja, okay, Trick Room. Nein, bringt es nicht. Egal, ist ja egal, ist ja für Disney komplett fein. Ja. Guck mal, und im Fall Gengar geht, können wir es einfach mit Psychic weg nuken. Nein. Nee, können wir nicht. Leider, aber... Es wird nie wieder irgendwas killen, außer mit Destiny Bond. Tarek denkt nicht mehr dran. Okay, komm, Destiny Bond, go. Ja, der wird aber jetzt nicht auf eine Attacke gehen. Doch. Doch. Ah, das ist immer wieder schön. Alter, aber wirklich, das hat so... irgendwie hat dein Childevoir einen richtigen Legi-Hass. Das klingt wirklich nur Legis. Du beginnst ganz fein, oder? Ja. Easy. Ja, hier, komm, Icebeam, tschüss. You killed, oder? Die Q killed. Je nachdem, was für ein Set das ist, was ist denn... Achso. Ne, eben. Ach, wir haben ja Trick Room draußen, ja, nevermind. Dann ist ein Icebeam. Meint, stellst du hier gerade Reds in Frage, oder was? Ja, okay, schön. Hi, der Main. Tank das. Nimm die 3. Ja, aber da dauert auch durch Flareblitz. Sie Flareblitz. Nee, Flareblitz allein dauert auch jetzt, schon. Jetzt Twinkle Tackle, weil Twinkle Tackle killt. Ja, das wollte ich gerade sagen, kannst du kalken? Oh, er kalkt gar nicht. Ja, Er kehrt einfach nicht. Alles klar. Boom. Ja, verkelkt. Jetzt sind wir auf 1,5, jetzt können wir auch einfach so Flöcken drücken, das killt. Ja. Oh, komm. Hä? Mann! Nein! Ja, Hanafi kann uns auch nichts. Also. Ja. Einfach. Wir können sogar nochmal Trick Room aufsetzen. Wieso habt ihr nicht Trick Room gedrückt? Ich hab zu schnell geklickt. Oh. Egal, passt schon. Wir haben noch Mimikyu und kriegen einen Safe Trick Room dadurch, also. Ja eben, wir können choken, was könnt ihr denn? Steht so auf Twitter bei mir. Easy. Nice. Na gut. Na, noch eins, würde ich sagen. Nein, aber jetzt noch eins mit meinem Team, hatten wir drei mit beiden. Dann. Okay, let's go. Aber können wir festhalten, Red ist einfach das beste Mon EU. Ja. Wir warten, was auf Thumbnail kommt. Safe kill, ja. Ja. Galagladin. Mega. Aber die GG-Karte ist sogar noch. So ist. Ich kenne kein Galagladi, ich kenne nur nicht Meditalis. Nur Galagladi, aber besser ist es Meditalis. Und. Merkur oder Gleif? Merkur, würde ich sagen. Aber der hat zwei Möglichkeiten, die schlecht für Merkur sind. Eigentlich sogar drei Möglichkeiten, die nicht so geil sind. Nee, hat er nicht. Lando finde ich am besten. HP Ice haben. Nee, wir. Guck mal, was wird passieren? Wow. Guck mal, Coco zwar, aber was macht Coco? Einfach. Ja, einfach U-Turn. Ich meine, guck mal, wann haben wir jemals was verkackt? Specs? LOL. Ja, so das spexigste Specs-Coco, was ich je gesehen habe. Free Leech, oder? Einfach... Pedipa. Nein, nicht Pelipper, wir wollen das nicht anchippen, wir gehen einfach an Pharaoh. Drücken Sie. Wir können auch Pelipper gehen und dann Pharaoh. Wieso? Nein, wir gehen... Guck mal, das ist doch besser. Wir gehen doch den jetzt einfach nur auf den Pilster. Ja, okay, dann gehen wir jetzt einfach Leech. Der Stealer gesehen. Ah. Ja, das hat safe Flamethrower. Lass Pelipper gehen. Ja. Na guck mal, wir gehen jetzt Pelipper, weil Fire Blast kann sich mal... Oder Fire Blast, Flamethrower ist ja komplett egal. Fresse, oder? Ja, ist so. Ja, der wird jetzt wahrscheinlich Wir spucken dem jetzt einfach ins Gesicht. Ja, aber ins Gesicht spucken finde ich gut. Kriegt ja auch mindestens 30-40%, aber... Ich bin nicht Spezialangriffsinvestor, glaube ich. Aber wir müssen ja sowieso rein. Dann würde ich sagen, einfach wieder ein Pharaoh. Ja. Ja.
Nee, ich hab mit dem Pellepack kein Spezialangriff. Ja, aber wir sind im Regen und das ist immer eine Hydro-Pumpe. Oder andererseits, was will Fini gegen uns machen? Ich würde einfach mal Hurricane drücken und sagen, Hurricane. Okay. So, er wird Nature's Madness drücken wahrscheinlich. Ja, und wenn er Nature's Madness drückt, haben wir Roost. Und das 101 gewinnen wir. Ja, hier, komm, friss. Confusion Win? Haben wir die Hydro gemisst? Ja, haben wir. Ja, und jetzt nochmal Hydro, nochmal ins Gesicht rotzen. Ja. Pelipper ist einfach das beste Mann, das gibt. Keine... Wir können auch einfach in Ferrofor nochmal rein. Keine Lefties auf Steel. Nein, weil es Fireblast. Ja, aber ich meine wegen Tapfini, dann hätten wir nochmal... Komm mal, und jetzt gehen wir wieder. Sorry. Und dann, nee, wir gehen jetzt nochmal Hydro, weil jetzt geht er wieder an Celesteela. Egal, wir gehen jetzt einfach Hydro. Passt. Wir können auch in Merkur. Das ist gut gegen beide. Wenn ihr Wasserattack gedrückt, dann ist Coco nicht so geil. Ja, eben, ich guck mal, Coco ist auch auf 8. Wieso soll das gegen Pelipper Wasserattacke drücken? Was predicted? Ja, warum nicht? Geht auf Call meins. Wir hätten auf Merkur gehen sollen. Ja, nee, wir gehen jetzt in Pharaoh. Den Huren. Au, das macht ja so viel Schaden. Einfach nochmal Leech Seed eigentlich. Wir können einfach nochmal Leech Seed switchen, ja. Das heißt mehr, er hatte nie einen. Ja, sag ich, er hat keinen. Tita. Er könnte, ist der Mega-Tita mit Fire Punch? Für den Lando gehen tatsächlich. Na, oder einfach mal Protect nehmen. Nee, ja, Protect finde ich ist der beste Play. Ja, Pelipper. Okay, Pelipper. Passt. Wir gehen Pelipper, weil Pelipper gut ist. Vor allem, wenn ihr jetzt darauf in Tita wechselt, Celesteela ist ja schneller, heißt er wechselt nicht, oder? Oh, Totemize. Der könnte ja, Erstlösch haben. So, wir einfach in Magirna gehen, weil wir sind im Regen und der Soul Vested, das sollte Fire Blast nicht so viel Damage machen. Ja, machen wir mal, weil... Wir drücken Ice Beam zweimal. Wieso Ice Beam und nicht Volt Switch? Ja, und was willst du denn reinholen? Ja eben, wir können einfach auf Ice Beam. Der ist schneller, deswegen Volt Switch ist der Play. Okay. Ja, Freezen A, sag ich doch. Ja, wir können Flare Cannon drücken. Nee, wir können jetzt eigentlich Flash Cannon drücken. Flash Cannon? Ja, Flash. Ja, stimmt, ist noch besser. Okay. Ja, gut. Ja, ich meine, weil was wir reinkommen. Celesteela. Ja, nee, da macht die Flare Cannon auch shit. Kommt nicht rein, weil wir halt Volt Switch haben. Es kommt zwar rein, aber wir haben halt Volt Switch. Das weiß er ja nicht. Und ja, oder wir gehen jetzt einfach Pelli gehen. Chomp. Okay, er geht in Chomp, das ist okay. Gehen einfach in das Fall. Ist wahrscheinlich Mega Chomp. Könnte sein, ja. Wir könnten. Ich würde trotzdem einfach in Pharaoh gehen, weil. Ja, okay. Oder? Der ist. Ja, Leech Seed. Fire Blast sollten wir nehmen. Ja. Der ist gar nichts hier, Leech Seed und go. Komm mal, Celesteela kommt da. Der Gegner spielt eigentlich einen Kampf, den er nicht gewinnen kann, to be honest. Ja, ziemlich. Wusstet ihr, dass Gyro Ball, oder? Die schönsten sind? Nochmal Leech Seed. Ich würde Power Whip gehen, weil Power Whip einfach Tita tötet. Ja, Tita, Gyro Ball killt Tita auch, aber Leech Seed hätte Celesteela geleech-seedet. Shit. Ja, egal, wir haben lass immer abwechselnd einen Turn machen. So, okay, wer ist jetzt dran? Ich wechsle den Pelipper jetzt in den Turn. Okay, danach bin ich dran. Seafly. Scheiße, ich bin schuld. Der Pelipper. Ich hätte auch einen Pelipper gewechselt. Ist nicht schlimm. Wir vergeben dir. So, dann jetzt mein Turn. Waterfall, was will reinkommen? Piss dich. Aber wir haben jetzt keinen... Wow, du hast ja auch keinen Raindance auf Swampert. Ne. Ach, bad. Aber egal, passt. Der One-Hitted uns ja nicht. Ja, Flashy ist dran. Also, wir können einmal Rock drücken. Aber geil, dass wir so beim letzten das Kampf erst langsamer als wir. Oder wir können Earthquake drücken, dann...
kriegen wir den größten Chip-Damage, aber das wird jetzt wahrscheinlich Call Minden. Also in meinem Held wird es jetzt einfach Call Mind drücken. Ich finde Rock nochmal nicht einen lustigen Play. Deswegen ja, okay. Ja, machen wir. Mach. Oh, nevermind. Aber es ist trotzdem jetzt langsamer als wir. Ja, hier, da kann sich mal ficken. Ja, und jetzt würde ich einfach EQ drücken, weil... Ja. Nicht? Ja, okay. Ich wäre in Pharaoh gegangen wahrscheinlich sogar. Ja, du bist ja eh noch so. Aber ich will jetzt nicht. Wenn ihr hier einstimmig seid, dann will ich da jetzt auch nicht intervenieren. Ja, du musst trotzdem jetzt drücken. Ich hab EQ gedrückt. Mach den Play, den wir haben wollten. Ich glaube, der wird sogar in fucking Lando gehen. Ich drück Waterfall. Oh, hat das noch genommen? Hat das noch genommen? Ja, Mann! Ice Punch wäre cool gewesen. Ja, Ice Punch können wir jetzt auch machen, weil... Nice. Es nimmt Freeze! Hat die wieder gedrückt. Oh. Oh, Mann. Aber schön. Ich call die einfach. Aber das ist auf jeden Fall ein bulky Set, was langsam ist. Das ist schon mal gut zu wissen. Cup G möchte ich ab jetzt bitte Callerback genannt werden. Callerback finde ich gut. In fucking Dings gehen. Wir können in Annabelle gehen, wir können auch Wannity noch aufbewahren. Pharaoh geht, also Pharaoh gewinnt eigentlich den ganzen Kampf, oder sehe ich da was falsch? Ja, oder wir drücken einfach EQ, weil er overpredicted. Lass uns einfach mal. Ist doch jetzt eh mein Turn, oder? Ja. Schade. Er hat doch nicht einmal predicted. Egal. Vielleicht ist er ja irgendwie gut. Ist er nicht. Der ist Specs. Wir wissen, dass es Specs ist. Wir können jetzt irgendwas... Ja. Volt Switch. I guess. Weil der niemals irgendwie auf Garchomp geht, I guess. Oder ja, Ice Beam. Kann halt das wegschmeißen. Ja, wir machen jetzt einfach Ice Beam, würde ich sagen. Wäre ich auch für. Ja, ich auch. Weiß nicht, Specs. Wow. LOL. Ja, dann ist er vielleicht... Ja, nice. Rest in Pepperonis. Nice. Okay, dann haben wir schon mal plus 1. Defensives Lando muss jetzt eben kalken. Ich würde in Pharaoh oder in das eigene Lando gehen, weil ich glaube mir, denke mit der Assault Vest ein Hit von fucking Steeler und können damit mit Wolf Switch guten Damage machen. Ja, guck mal, das Ding ist, der muss ja jetzt EQ gehen, heißt wir gehen jetzt einfach in Lando und drücken erst die. Ja. Easy. So, oder nee, wir drücken jetzt Gravity, weil Celestia da reinkommt. Das gefällt mir, ja. Wer ist überhaupt dran? Ich weiß gar nicht. Ist egal. Okay, HP Ice, ja. Können wir EQ drücken jetzt? Ja. Ah ja, stimmt, wir können kein Fly mehr einsetzen. Wir können aber Z-Fly einsetzen. Ja, Z-Fly können wir einsetzen. Wir können nicht mehr flyen am Bienen. Jetzt sieht gut aus. Coco sollten einfach in Steel, in Pharaoh. Nee, Pharaoh. Aufsparen, die KP, die sind nicht so unrelevant. Eben. Geht sogar für Deathlink lieben, nice. Oh, Crit. Ja, Crit Matter. Ja, die sind. Ging's. Ja, einfach Seeds, Free weil Hugs. Pharaoh gewinnt. Ist der neu? Geht man gegen... Hä? Ja, I guess. Das hat uns jetzt irgendwie viel einfacher gemacht. Jetzt wieder ein Steeler, perfekt. Wir treffen. Einfach. So. Wir können protten. Der wird jetzt wahrscheinlich Fireblast gehen. Ja, okay, gut. Und nee, wir heilen uns noch mal ein bisschen Clean Chip Damage. Oh, fuck. Okay, hat er... Nee, ist ja in Ordnung. Was will er machen? I don't know. Air Slash? Fireblast. Na komm mal, er hat vielleicht noch als letztes Flash Cannon hat er vielleicht noch. Ja, ist noch. Doch egal, hat er Tapu Koko brauchen wir noch. Brauchen wir es noch? Koko gewinnt eigentlich. Basically. Ja, Koko gewinnt. Wir können Greif einfach reinwechseln und opfern, weil wir es nicht mehr brauchen. Okay. Weil er stirbt einfach gegen Koko und... Das hätten wir das earlier gewusst. Oh. Ja, hätten wir das gespielt. Richtig. Ja, einfach mal sie fly und gucken. Ja, ich wollte gerade sagen, er wird jetzt wahrscheinlich nicht Fireblast drücken, wir könnten ihm was anders gehen. Ja, wir gehen jetzt Annabelle, weil Annabelle tankt dann noch. Wieso Annabelle? Wieso nicht Pharaoh? Weil er Fireblast hat. Na, weil Fireblast. Ja, weil wir plotten können. Ja, und dann wieder dann? Chip Damage bekommen. Ja, gehen und dann? Jetzt, dann gewinnt er doch danach. Wieso? Weil er alles one-shottet. Außer du protectest, schmeißt Koko weg und protectest dann nochmal, dann geht's vielleicht. Ne, weißt du was? Im besseren Play. Lass jetzt mich mal gewinnen. Jetzt gewinnt er halt, wenn er jetzt Moves drücken lässt.
Jetzt hat er gewonnen. Ah, fast. Ja, gut. Das Joke war jetzt eigentlich der schlechteste Play, den wir hätten machen können. Crit Protect Slit. Und das war jetzt der zweitschlechteste, weil er jetzt noch einen Attack Boost kriegt. Wenn... Als ob wir schneller sind! Als ob wir schneller sind! Warum hat das jetzt davor keiner gesagt? Jetzt. Okay, Annabelle. Ja, einfach Sander. Nee. Sogar wenn er U-turnt. Weil Dazzling Gleam killt von ihm. Ja, nice. Flöcken, einfach Flöcken. Wieso Flöcken? Nee, Flashcannon einfach. Reicht die? Natürlich. Ja. Hm. Okay, ja dann. GG. Guck mal, ich mach doch nur richtige Plays. Ja, alles, okay, alles calculated. Alles calculated. Alter. Holy shit. Ja. Oh, jetzt sogar eine Flöcke. Ich weiß, wie es den PUBG-Spielern geht, wenn sie mit dir im Auto sitzen, Alter. Ich fühle jetzt deren Schmerz, Alter. Nice. Wollt ihr einfach nochmal flöckeln. Nein, das kann missen. Egal. Merke, passt schon. U-Turn. Nee, komm, Thunder, weil wenn das HP trifft, ist einfach... Nee, Thunder. Deswegen, ja. Ich will das da Thunder. Ich hab keinen Bock auf Thunder, Miss. So. Nice. Nerven aufreibende Spiele. GG, Zähle. Na gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Ihr könnt noch die letzten Worte an die Menschheit richten. Nichts zu danken. Tarek, mach du deine letzten Worte? Folgt Eseliger Esel auf Twitter. Eseliger Esel ist mein Herrscher und wird das auch für immer bleiben. Ich wünsche euch noch viel Spaß in eurem restlichen Leben, aber nur wenn ihr dem Islam beitretet, weil der Islam ist der einzige Weg und der richtige Weg. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Folgt dem Islam auf Twitter. Tschüss. Folgt Tarek auf Twitter. Shuzzla ist das beste Pokémon im OU. Tschüss. Folgt ihr auf Twitter? Achso, ja, folgt Flashy nicht auf Twitter, dann folgt mir halt auf Twitter. Folgt Tarek lieber doppelt auf Twitter. Ja, ja, macht euch zwei Accounts, folgt mir zweimal, aber macht dann auch vier Accounts und folgt Ede viermal. Kauft meinen Scheiß. Kauft seinen Scheiß.